Good morning! Heute mal ein neues Video vom Dezember. Ich muss sagen, dieses Dezember fühle ich mega, Digga. Aber ich wurde auch oft gefragt, so, ja, mashallah, auch im Stream, besonders eigentlich nur im Stream, wie ich den zu Assassin's Creed gefunden habe. Also, das heißt, wie habe ich dieses Spiel für mich entdeckt? Weil ich suchte das jetzt schon seit 5 Monaten, Origins, Odyssey und jetzt mittlerweile auch Valhalla. Mir suchte ich schon extrem gut durch und deswegen wollte ich jetzt mal so ein bisschen erklären, wie das so passiert ist. Weil ich habe diese Spielereihe schon damals mal verfolgt, aber ich hatte damals keinen Bock, mir die Spiele zu kaufen, weil ich dachte mal so, selber zocken ist so nichts für mich. Also Unity, Syndicate, Genausfall, ja und die davor vergesse ich. Aber man weiß ja, was ich meine. So. Deswegen habe ich die mal damals bei Let's Plays geschaut und so. Und dann, wo ich aktiv angefangen habe zu streamen, hatte ich die erste Zeit, keine Ahnung, was habe ich da gespielt. Ich glaube, ein bisschen Doom, ein bisschen Battlefield. Also, ich hatte noch nicht so richtig das Game, was ich so im Stream suchten konnte. Marius, mein Streammate, der dann damals auch mal gestreamt hat, auch jetzt nicht mehr übrigens. Grüße, Digga. Geh da raus. Ganz, ganz große Grüße. Kuss. Hoffentlich streamst du mal bald wieder, Kappa, Digga, weil da wird sowieso nichts draus. Nimm es mir nicht böse, Digga. Da hat er sich Origins geholt und ich dachte mir so, boah, ist eigentlich schon ein ziekes, schnickes Game. Ist schon cool, auch die ganze Neuaufmachung davon, dass mehr RPG anstatt Spiel ist, halt vorgegeben. Mehr RPG fand ich schon recht nice. Deswegen dachte ich mir, ja gut, Odyssey ist gerade im Angebot, war irgendwie, glaube ich, von 60 Euro auf 30 Euro runter reduziert. Ich habe mir dann einfach die Gold Edition gekauft, war das, glaube ich, ja. Und bei Epic Games habe ich mir das Ding gekauft, glaube ich, war das, ja. Da gab es noch einen 10% Rabattcode-Coupon drauf und die Gold Edition hatte 10 Euro mehr gekostet, also habe ich für das Game nur 30 Euro bezahlt. Da habe ich das durchgesuchtet. Oh, und ich habe es gespielt. Ich habe es auf 100% gekriegt, alles gemacht. Es war mega geil. Und dann hatte ich Bock weiter auf Assassin's Creed. Denn wurde Assassin's Creed Valhalla angekündigt, erste Trailer und so. Und dann dachte ich mir, ja, shit, ich habe nicht mal viel Zeit, muss ich noch Assassin's Creed Origins durchspielen. Und das Review und die Statistiken habt ihr ja schon gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich dann auch durchgespielt. Übrigens, dafür habe ich damals nur 8 Euro bezahlt. Da habe ich für alle DLCs, da habe ich richtig Sparangebot. Ich kaufe mir nichts bei MMORPG, halt irgendwelche Keyseiten, da kaufe ich mir nichts, weil ich finde das dem Hersteller mehr den Entwickler unkorrekt, weil irgendwo muss der Entwickler dann ja ein Minus haben. Warum? Weil man verkauft ja auch nichts, wo man nichts dran verdient. Oh, macht ja keinen Sinn. Und dann habe ich mir das Assassin's Creed Valhalla gekauft und das wird halt auch gesuchtet. Ja, das wollte ich nur kurz auch mal so erklärt haben, wie ich überhaupt jetzt dazu gefunden habe. Und vielleicht, eventuell in der fernen Zukunft, werden wir nochmal die anderen Assassin's Creed durchspielen. Aber das mache ich dann halt, wenn keine Spiele mehr auf dem Markt sind, die ich zocken kann. Deswegen. Aber gut, dann würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und würde ich sagen, tschüss.